Hello, meine Friends, I have a suggestion. Ich habe einen Vorschlag, dass wir Everything spielen. Und damit willkommen zurück zu Minecraft Everything. Ich hatte ursprünglich vorgehabt, dass wir bis zum Regen warten. Und ich brauche erneut meinen Zettel. Okay, das ging schnell. Hier alles voll ist mit Feuer, wenn nichts steht. Bäh. Okay. Ich habe keine Ahnung, in welcher Thematik wir das letzte Mal aufgehört haben, bei was ich weitermachen wollte. Aber ich glaube, letztes Mal war nur das Deutschabitur. Deshalb würde ich jetzt alles andere so kurz zurück erwähnt sagen. Und dann mal schauen. Hatten wir uns um alles andere gekümmert? Halt, wie weit geht denn das? Was ist das da? Das erste ist Clay. Wo steht Clay? Achso, Ton. Moment. Wieso ist mein Minecraft auf Englisch? Das passiert immer wieder, weil ich in letzter Zeit so auf die Version umstellen muss. Ihr habt gesehen, dass ich etwas namens Troll World, also Troll World, Troll Welt, angefangen habe zu bauen. Und ich habe mir eigentlich so vorgestellt, dass ich das dann irgendwann Shani gebe und die dabei aufnehme, wie sie da durchläuft. Aber Shani hat gesagt, dass sie keinen Bock auf sowas wie so Trollspiele hat, so nervige Dinge. Das ist schade. Ja, ich hätte jetzt hier fast eine gescheite Option gefunden, dass ich den Zettel so zwischen Tastatur und Monitor klemmen kann, aber das wird auch nichts. Dann stelle ich ihn einfach da drüben an die Seite. Okay, jetzt ist wieder alles deutsch. Ja. Was möchte ich tun? Ich möchte eigentlich gerne warten auf Regen. Denn wenn Regen kommt, könnte da oben Schnee fallen. Schaufel ist fast kaputt. Also wird er wohl noch mehr als ein Ding schaffen. Wenn nicht, hole ich hier mal ein Eisen raus. So. Und wir brauchen noch einen neuen Wassereimer. Wo gehen wir nochmal hin? Hier unten. Ja. Okay, sonst. Sonst würde ich sehr gerne am Anfang erstmal etwas erwähnen. Und zwar habe ich neulich, also es ist eine Kette an Dingen passiert, die mich zu etwas sehr, sehr Coolem geführt haben. Und zwar hat es damit angefangen, dass ich, also ich schaue ja einen YouTuber, oder beziehungsweise eigentlich ist er eher ein Twitch-Streamer, der seine Aufzeichnungen dann immer Stück für Stück in cooler Form editiert, auf YouTube hochlädt. Und zwar Carl Sagan 42. Und er hatte in einem seiner Videos, also normalerweise, immer wenn er intens wird, also wenn er versucht in irgendeinem richtig schweren Level durchzukommen, also er spielt immer Mario Maker, dann, ah ja, übrigens, ich hätte sehr viel Bock auf Mario Maker. Aber ich glaube, ich kann es mir aktuell nicht zulegen oder so, was echt scheiße ist. Jedenfalls, wenn er das da immer spielt und gerade in einer intensiven Stelle ist, dann macht er meistens Brainpower drauf. Was ich auch durch ihn gefunden habe und was ich echt als geiles Lied finde. Aber neulich hat er was anderes eingespielt gehabt. Und ich merke, dass ich enttäuscht gehen muss. Oh nein, nicht schon wieder eine Aufnahme mit Generei. Und zwar von. Warte, wir sind jetzt sowieso direkt oben. Wieso habe ich das gebaut? Achso, in der Hoffnung, dass Schnee spawnt. Und ist es? Nein. Wahrscheinlich, wenn Regen ist. Wie ich es mir dachte. Und dann nehme ich das Wasser, um wieder runterzukommen. So, dann können wir jetzt eigentlich hier oben chillen. Dann muss ich mich mal gar nicht aufs Spiel konzentrieren, weil ich möchte jetzt einfach nur Schnee und Eis bekommen. Ich hoffe, ich habe Behutsamkeit mit. Okay, alles klar. Wir dürften alles bekommen, was wir wollen. Jedenfalls habe ich dann von Leslie Way das Lied Paradigm gefunden. Und sehr, sehr cool. Also es ist so Dubstep-mäßig aufgebaut. Und es ist richtig, richtig cool einfach nur. Man hat es dann auch in diese Musik 2017-Playlist gepackt, die ich mal unter irgendeinem sehr weit zurückliegenden Minecraft Everything Video gepostet habe.
Das könnte ich eigentlich demnächst nochmal tun, weil da was dazu gekommen ist. Und jedenfalls dieses Lazy Way Paradigm. Mir wurde schon seit ein paar Tagen auf der Startseite etwas empfohlen, was irgendwie japanische Zeichen vor sich hatte und dann Kaizo Trap. Und Kaizo ist ja die Bezeichnung für ein unglaublich schweres, teils unfaires Mario-Level. Und es gibt ja auch immer die Kaizo-Level in Mario Maker, die sehr viel Spaß machen. Oder halt auch diesen ROM-Hack von den alten Super Mario World-Teilen. Und keine Ahnung, Kaizo Trap, das hörte sich jetzt schon. Also für mich kam halt direkt der Begriff Mario in den Sinn. Ich wusste jetzt aber nicht, ob Kaizo auch noch irgendwo anders vorkommt, aber anscheinend ist das Wort bei. Ich weiß nicht, ist das Wort durch diese Mario-Sachen entstanden oder erst wirklich beliebt geworden? Keine Ahnung. Jedenfalls Kaizo Trap ist von Guy Collins Animation. Und dieser Typ hat halt, wie sein letzterer Teil des YouTube-Namens sagt, eine Animation gemacht zu Leslie Ways Paradigm. Und das Ganze schon ein Jahr her, weshalb ich es seltsam finde, dass es jetzt auf meine Startpage kommt. Vielleicht, weil ich dieses Leslie Way Paradigm gehört habe. Also so häufiger hintereinander, halt, wie ich das in meiner Musik-Playlist immer mache. So, aber es regnet jetzt oft, hoffe mal, dass es die Nacht regnet hier. Jedenfalls bin ich dann auf dieses Kaizo Trap gestoßen und habe bemerkt, oh Moment, dieses Lied kenne ich. Ach so, das ist dasselbe. Also ich hatte das dann erst später gelesen, dass dieser Guy Collins ihn angefragt hat, ob er dazu Musikvideo machen kann. Und er hat das halt so alles gezeichnet gehabt, so, und so aufgebaut wie, also es war wirklich schon, hatte was mit Kaizo zu tun, also halt eine Freundin, die ihrem Freund einen alten, oh Gott, ich kann mich jetzt so blamieren, entweder SNES oder NES. Ich sag einfach mal SNES. Nee, obwohl, was von den beiden sieht neuer aus? Dieses eher rundliche oder dieses eher kastenförmige? Jedenfalls hat sie ihm eins von den beiden geschenkt und auf dem Teil stand halt Kaizo-Trap drauf. Und er wurde dann halt ins Spiel reingesaugt und sie auch, oder beziehungsweise in den Monitor. Und sie musste dann halt ihn retten. Und den Rest möchte ich euch nicht erzählen, weil ich euch bitten würde, das anzuschauen, weil es echt, echt cool ist. Also einfach nur, wenn ihr Kaizo-Trap eingebt, findet ihr das. Das ist, denke ich, etwas sehr, sehr Tolles auf YouTube. Also mit all diesen Sachen, die schon etwas bekannter sind, so seit einem Jahr. Ich weiß nicht, was man das, über 2 Millionen Aufrufe, was eigentlich, es ist eigentlich echt wenig. Er hätte mehr verdient. Und naja, ich habe mir das ein paar Mal angesehen und mein Leben fühlt sich seitdem toller an. Was echt seltsam klingt. Aber okay. Jedenfalls das halt gemacht. Das wollte ich so vorab gesagt haben. Ich muss aufhören zu gehen. Ach Mann. Seit 3 Tagen jetzt schlafe ich tatsächlich wie ein normaler Mensch. Also beziehungsweise gehe zu normal menschlicher Zeit ins Bett. Ich meine noch so, es geht jetzt aber schon wieder langsam in den unnormalen Bereich, weil 21, 23 und jetzt gestern so kurz vor 1 Uhr bin ich die letzten 3 Tage so normal, wie ich vielleicht auch zur Schulzeit ins Bett gehen würde, ins Bett gegangen. Das ist unnormal für mich, aber ich nehme es hin. So, und Schulzeit habe ich ja jetzt generell nicht mehr, also meine Schultage sind jetzt vorbei. Am 29. erfahre ich meine schriftlichen Abiturleistungen. Und deshalb würde ich jetzt halt einfach nochmal so ein bisschen auf die Dinge eingehen. Und zwar, Deutsch hatte ich ja erzählt gehabt, das war die erste Abitur-Dingensens. War noch so ein bisschen ungewohnt, aber schon dieses vertraute Gefühl, weil wir in der 10. sowas ähnliches schon mal gemacht haben. Aber vielleicht trinke ich einfach nochmal Wasser. Vielleicht trinke ich einfach nochmal Wasser. Ich weiß es nicht. Irgendwas läuft hier gerade schief. Kann ich nicht. Soll ich nicht einfach mal Toggle Down vorher machen? Okay. Der Ladekreis auf meiner Maus. Sieht man den? Weiß ich nicht. Man sieht meine Maus auf jeden Fall, weil ich immer noch im Schriftfeld bin. Bio. Als zweites war Bio dran. Das war darauf die Woche Dienstag. Also hatte ich da eine Woche Zeit. Aber dann in derselben Woche. Oder die halt.
Nee, ich glaube, stimmt. Das war irgendwie Montag oder Dienstag oder so war das. Deutsch. Und danach war dann bis zur nächsten Woche Freitag und dann war Bio und dann auf den Montag, also da ich nur ein Wochenende dazwischen hatte, war dann Bili, also Geografie auf Englisch. Und in Bio war es ein bisschen lustig, weil ich habe halt von den davor die 2 Jahre Abitur in Thüringen gesehen gehabt. Und es gab halt immer ein gescheites Paket und ein schlechtes. Also man darf halt immer zwischen zwei Aufgabenpaketen aussuchen, die immer aus einem, was war es, 40-Punkte-Teil bestehen, der aus kleineren Aufgaben besteht und aus einem 20-Punkte-Teil mit einer großen. Und das gab es halt zweimal, so A und B. Und ich lese mir so A durch, denke mir so, okay, das ist sehr ökosystemlastig, was eigentlich ganz gut ist, also so Tiere und die Orte, in denen sie vorkommen, so ein bisschen mit Wechselwirkung, also wie das auf sich wirkt, alles. Und dann habe ich Teil B angeschaut. Habe ich mir gar nicht alle Aufgaben von Teil B durchgelesen, weil es hat dann bei Teil B damit begonnen, dass irgendwie so da stand in A und CL und so Plus zum Beispiel mal so Sachen standen da, so unabhängig voneinander. Ich weiß zum Beispiel, also Natrium weiß ich und CL-Chlorid. Müsste eigentlich Natriumchlorid sein und das ist Speisesalz NaCl. Aber jedenfalls war das in der ersten Aufgabe, und da habe ich gesehen, in der zweiten Aufgabe, da standen dann wieder so chemische Zeichen. Und ich habe mir gedacht, Alter, ich bin noch nicht in Chemie, geh mir weg. Ich habe das Zeug abgewählt nach der 10. Und jedenfalls, ich habe schon immer Probleme in Chemie gehabt, obwohl ich weiß sogar, ich habe das ordentlichste Schriftbild im Chemiehefter gehabt. Ich habe konstant dem Lehrer zugehört. Und ich war halt einfach scheiße. Das ist ein bisschen traurig gewesen. Aber okay. Dann war ich froh, dass ich es nach der 10. loswerden konnte. Jedenfalls wirkte mir der zweite Teil dann zu sehr chemielastig. Und ich habe mich für den ersten entschieden. Ich weiß auch gar nicht mehr so genau die Aufgaben. Aber ich wollte sehr gern nicht den Teil mit einer, wie heißt es, mit einem Experiment wählen, aber Teil A, also dieses erste Paket hatte dann halt das Experiment. Und dafür habe ich an einer Kartoffel 2 Scheiben abgeschnitten, habe die in so einem kleinen Gläschen gehabt, also in so einer kleinen Petrischale. Und über die eine sollte ich ein bisschen Mehl drüber machen und über die andere ein bisschen Zucker. Und da wir gerade, also da dieser Bereich in diesen Wasseraufnahme- oder Abgabeprozessen drinne lag, habe ich, also warte mal, Diffusion und Osmose war das halt dieses. Ich habe das halt daran gemerkt, das war so ein bisschen vorteilig für mich, dass ich da drauf geachtet habe, dass die Aufgaben da drumherum gerade damit zu tun hatten, weshalb ich mir halt gedacht habe, okay, das muss auch damit irgendwie die Lösung sein. Wir sollten halt das ganze 10 Minuten stehen lassen und dann Beobachtungen treffen. Und dieser Zucker, der ist halt, also der Teil der Kartoffel ist halt komplett nass geworden. Und beim Mehl ist einfach nichts passiert. Die ist höchstens am Ende trockener gewesen. Und ich denke, das wollte mir sagen, dass das Mehl quasi höchstens die Feuchtigkeit aufnimmt. Aber da halt wegen keiner Chloroplasten ein Glukosemangel in der einen Kartoffel, also beziehungsweise generell in der Kartoffel, aber vor allen Dingen auch in der Scheibe mit dem Zucker oben drauf war, habe ich mir halt dann so erschlossen, dass wegen dem Zucker, der da oben drauf liegt, dass ein Mangel an diesen Teilen in der Kartoffel vorliegt und dass sie deshalb was davon aufnehmen will und dafür Wasser abgibt und dass sie deshalb so wässrig obendrauf wird. Und ja, also ich habe bei allen 3 schriftlichen Abiturleistungen, bei den mündlichen weiß ich ja meine Noten, dazu kommen wir dann noch, bei allen 3 schriftlichen habe ich komplett keine Ahnung, wie ich am Ende dastehen werde, weil ich habe halt meine Aufgaben alle so erfüllt und ich kann wirklich nicht entscheiden, ob es gut oder schlecht war. Das kann ich nicht. Es regnet immer noch nicht. Oh Mann. Hat es eigentlich in dem Let's Play häufig oder selten geregnet? Ich habe eher das Gefühl, selten. Also naja, wenn sich bis zum Ende des Parts nichts getan hat, mache ich mal Toggle Downfall. Ja, jedenfalls im Bio. Ach ja, und was ich halt noch so zu Bio erwähnen wollen würde, zum einen, eventuell habe ich dieses Experiment, also den Teil der Beobachtung
bisschen genau genommen, indem ich dann so weit gegangen bin, dass ich die Kartoffel auch anhebe und unter das Licht an der Decke halte, um zu schauen, ob die besser durchsichtig werden. Und ich habe die halt so angeschaut, habe so von unten nach oben hingeschaut unter die Kartoffel und schaue dann nur so nach vorn zu meiner Lehrerin, die cool drauf ist. Und dann habe ich halt nur gesehen, wie sie mich so leicht anlächelt und ich mir so dachte, okay, eventuell hätte ich die jetzt nicht unbedingt so genau untersuchen müssen. Aber naja. Da habe ich wohl jemanden zum Lächeln gebracht. Naja, dann lag nur ein Wochenende dazwischen. Was genau hat da gerade Partikel gemacht? Wahrscheinlich ein totes Monster, weil ich von hier aus nicht erkannt habe. Dann Billy war am Montag dran. Und ich bin nicht ganz fertig geworden, also beziehungsweise ich bin fertig geworden, aber ich habe die dritte Aufgabe so halbherzig hingeklatscht, weil es sonst eventuell nicht mehr ganz so gut geworden wäre, wenn ich mir da noch mehr Mühe gegeben hätte für so eine Art Diskussionsteil. Und das ist ein bisschen doof, dass ich da, also ich hätte vielleicht 15 Minuten mehr gebraucht. Aber naja, generell habe ich nirgendwo zu früh abgegeben. Also sonst war ich eigentlich immer mit am Ende der Zeit dran. Und vor allen Dingen bei BD habe ich das halt auch gemerkt. Und keine Ahnung. Stimmt. Ich glaube, die kommenden Gainer, ihr merkt euch jetzt einfach, wenn ich ein paar Sekunden lang nichts sage, dann gähne ich gerade, aber ich will euch nicht damit die ganze Zeit nerven. Also ich kann auch für mich im Stillen gähnen, dann müsst ihr nicht die ganze Zeit genervt davon sein, falls ich das andauernd jetzt irgendwie mache. Ich weiß nicht, warum ich gerade müde bin. Eigentlich habe ich noch Bock, wach zu sein. Deshalb verstehe ich meinen Körper gerade nicht. Oder hier ist Sauerstoffmangel drin, was weiß ich. Wobei war ich gerade? Ich weiß es nicht mehr. Wir haben über Billy gesprochen. Ging es immer noch um die Müdigkeit? Naja, keine Ahnung. Jedenfalls, ah ja, stimmt. Ich habe ja in der Vorabi-Klausur war ich ja relativ schlecht. Und ich habe mich diesmal, denke ich, weise entschieden, weil es gab drei Aufgaben. Also es gab insgesamt sechs Aufgaben und zwei Pakete aus jeweils dreien. Und ich habe mich tatsächlich dadurch entschieden, dass die letzte Aufgabe am meisten Punkte gibt und bei der einen Aufgabe waren die Quellen für die letzte Aufgabe zwei Bilder. Einfach nur zwei Bilder. Und ich hätte dann so einen langen Text schreiben müssen. Und da habe ich lieber die andere Aufgabe genommen, wo die ersten zwei Aufgaben mir nicht so ganz gefallen haben, aber der dritte Teil wenigstens mit Quellen, so richtigen Statistiken und Tabellen und alles vorgelegt war. Und deswegen, ja, das einfach genommen. Dann danach bisschen gechillt mit Friends immer und dann auf Bus gewartet. Und ich muss sagen, ich habe mich nicht, also ich habe mich für Deutsch an dem Morgen vorbereitet mit drei Zetteln, die mir wichtig erschienen. Bei Billy habe ich tatsächlich, ich habe den Hefter einmal durchgelesen. Und bei Bio habe ich tatsächlich, bin ich den Hefter, ich würde sagen, drei bis viermal durchgearbeitet. Einfach mal so bei einigen Sachen genauer hingeschaut, vielleicht mehrfach nachgelesen, um sich so ein bisschen im Kopf zu behalten und das Ganze halt so drei bis viermal. Und das waren eigentlich meine Vorbereitungen. Denn Kunst habe ich tatsächlich, also ich konnte meinen Kunsthefter eigentlich, der sich in vier Kategorien unterteilen ließ, so als erstes Kunst im Generellen plus Malerei und Selbstporträt. Das war das erste Halbjahr, denn das zweite Halbjahr war. War das schon Design? Ja, genau. Design und Plastik und Bauhaus. Das dritte. Nee, halt. Das dritte Thema war dann Plastik. Das zweite war einfach nur Design und Bauhaus. Und das dritte war dann Plastik. Also alles so diese dreidimensionalen Kunstwerke. Und das vierte war halt Mensch und Kultur im Thema europäische und afrikanische Kunst und wie genau man eigentlich das im afrikanischen Kunst benennen möchte, weil die eigentlich ganz andere Absichten haben, aber wir Europäer dann irgendwie Kunst dazu sagen und
sich der Gedanke so ein bisschen vermischt und wir eigentlich so eine Kultur quasi damit ein bisschen kaputt machen. Keine Ahnung. Jedenfalls haben wir dann halt, also ich war nur mit einer aus meinem Kunstkurs in der mündlichen drin. Ich wollte das ja zusätzlich machen. Und das lief leider nicht ganz so gut, weil das Schlimme ist, ich hätte es okay gefunden, wenn. Also, ich. Okay, wir hatten am Anfang einen praktischen Teil und einen schriftlichen Teil. Der praktische Teil hat ein Thema ein Halbjahr befasst und der mündliche dann auch. Und der praktische, das war eigentlich sowas von offensichtlich, war natürlich Design. Also, wir sollten uns halt über Lampen Gedanken machen als Gebrauchsgegenstände und halt bei Haus und Arbeit so ein bisschen differenzieren in einer Mindmap, die habe ich dann erstellt. Dann zwei Arten von Lampen habe ich halt eine Taschenlampe genommen, weil ich sehr viel Funktionalität und Gebrauch daran finde. Und dann halt eine Stehlampe und dann halt einen von der beiden Ideen weiter ausarbeiten. Das waren diese drei praktischen Teilstücke. Und da habe ich dann quasi halt diese Taschenlampe so ein bisschen weiter noch erweitert und habe mir auch gedacht, okay, cool, baust du jetzt so ein, dass man da quasi Lichtintensität verstehen kann, so ein Shit. Und das habe ich halt erklärt da dran. Habe ich so ein bisschen so erfinderisch auch getan, weil Design, das ist ja immer, dass man da versucht, irgendeinen ergonomisch neuartig denkenden Gedanken rauszubringen. Und jedenfalls dann kam der mündliche Teil. Also ich habe mich wirklich auf alle Themen vorbereitet, relativ, dass ich dazu was sagen kann und auch eigentlich ganz gut. Und ich hätte mir gewünscht, dass ich entweder zu Plastiken oder zu Malerei was sagen kann und eigentlich Malerei noch am liebsten, weil Malerei und Selbstbildnis, ich kannte die ganzen Fachbegriffe. Ich habe diesen Geschichtsgedanken gewusst und von Dürer und Beckmann, die mir da so näher unterschaut, genau, betrachtet hatten. Und dann kam halt mein mündlicher Teil auf, also dieser spontan mündliche, wo ich dann über einen Bereich reden muss. Sie legt mir so ein Bild von Dürer hin, also halt sein Selbstbildnis im Pelzrock, dieses Standardzeug, was man halt so kennt und im Unterricht mal irgendwann bestimmt drankommt. Bei jedem von euch, hoffentlich. Und ich denke mir so, okay, geil, yes. Mach so innerlich so Faust an meinen Körper rangerissen. Und dann stellt sie mir eine Frage. Ich versuche diese zu beantworten und sie sagt, nein, ich habe aber gefragt, so, dann habe ich wieder geantwortet. Also quasi habe ich ihr dreimal ein bisschen an der ersten Frage vorbeigesprochen, bis ich dann wusste, auf was sie genau hinaus wollte und dann hat sie sich schon scheiße gefühlt. Und dann war ich ein bisschen raus. Und das Ding ist, inhaltlich, also von dem, was sie wissen wollte, ich habe das einfach alles gewusst. Ich habe das alles wirklich gewusst, wenn ich so im Nachhinein betrachtet habe. Also die Person, die es mit mir gemacht hat, hatte dieselben Aufgaben, wir waren zeitlich so verteilt, dass wir uns nie gesehen haben und hatten halt danach gesprochen und es war halt dasselbe. Und wir haben beide das gleiche Verständnis davon gehabt, also die Fragen kamen tatsächlich ein bisschen doof rüber. Man hätte die Fragen schöner stellen können. Weil Funktionalität vom Selbstporträt, ich wollte dann halt auf den Geschichtsgedanken kommen mit diesem Divino Artista, dass sie am Anfang anonym gelebt haben und den ganzen Shit und sich dann halt Selbstbewusstsein rausgenommen haben und Dürer, dass er jetzt so alles eingeleitet hat mit seinem Selbstbildnis da, dass er sich mehr dargestellt hat, statt irgendwie Könige, Herrscherbildnisse oder Familienporträts von reichen Typis. Und dass ich ihr da erst so ein paar Mal dran vorbeigesprochen habe, statt einfach diese Funktionalität vom Selbstporträt zu betrachten, was halt ihr ist, ah ja genau, und einmal halt die Gattung, dann wollte ich ihr die Gattung aufzählen, dann meinte sie, wir sind aber beim Selbstporträt, also was eine der Gattungen wäre, weshalb es dumm ist, die anderen aufzuzählen, wenn sie nur über das eine sprechen möchte gerade. Und sie wollte halt einfach nur dieses Wissen mit diesen Gedanken, sich selbst darzustellen, und wie heißt es? Selbstverwirklichung, genau, das ist einer dieser Stichpunkte. Und halt diese Darstellung aus Zeit, Intelligenz darstellen, diese ganze, das wollte sie alles wissen und das hatte ich halt komplett gar nicht genannt gehabt. Und das war halt schon ein schlechter Einstieg und dann sind wir noch auf ein Selbstbildnis von heute gekommen, wo ich genau wie meine Mitschülerin als erstes an Selfies gedacht habe und dann wurde das noch so ein bisschen wie so eine Psychoanalyse hier, wie ich selbst zu diesem ganzen Zeug stehe und ich distanziere mich ja davon, ich mache keine Bilder von mir oder irgendwie so ein Zeugs und deshalb wirkte das dann alles so ein bisschen so näh und hingezogen und ich habe eigentlich gehofft, dass es relativ gut wird und also die Punktzahl an sich ist etwas, womit man zufrieden sein kann und ich bin's nicht, weil ich sehr gerne sehr viel in der Kunstleistung gewollt hätte. Und es wäre für mich okay, eine mittelmäßige Leistung zu bringen, wenn halt dieser mündliche Teil am Ende komplett grausam gewesen wäre, aber das war er halt einfach nicht und
Das nimmt mich immer noch so ein bisschen mit und ich habe es schon wieder verdrängt und jetzt rede ich wieder drüber und jetzt habe ich es wieder nicht mehr verdrängt und jetzt bin ich traurig. Immer fällt gerade auf, dass ich nicht mehr gehen muss. Yay. Bestimmt muss ich es gleich wieder, weil ich es erwähnt habe. So, okay. Da haben wir nur noch eine Sache und zwar mündlich Englisch war einen Tag danach gerade mal, also nicht viel Vorbereitungszeit, das war aber nicht weiter nötig. Das Einzige, über was ich mich informiert habe, sind die Filme, die wir geschaut haben. Und 1984, was wir gelesen hatten. Und siehe da, wir sprechen über einen der Filme, zu dem ich noch relativ gut alles wusste. Und also halt, mein erster Teil war, dass ich mir Gedanken zu einem Ding machen sollte, ein Objekt, was halt, okay, wir sehen, wenn die Sonne da nochmal untergeht, dann setze ich Toggle Down vorher ein. Da sollte ich halt über ein Objekt reden. Also ich habe halt einen Text bekommen, den ich analysieren wollte. Also einmal die Keywords raussuchen, also den Schlüsselgedanken des Textes und dann dieses Tool, was da beschrieben wird, dieser Gegenstand, was genau der für Vorteile gebracht hat und alles, und dann diskutieren, was für Zukunftschancen ich mit diesem Werkzeug noch sehe. Und das dann halt besprochen und dann kamen sie halt so an, hier dieses Zukunftstechnologien und dann kam sie ja mit dem Film The Island. Und dann hat sie so gesagt, also die anderen zwei Lehrer, die mit dabei waren, also es gibt halt immer so einen Hauptprüfer und dann immer so ein noch jemand, der auch Fragen stellen kann und einen Protokollant. Und der Protokollant stellt eigentlich keine Fragen, nur die anderen beiden. Aber ich habe mich halt größtenteils mit meiner echt coolen Lehrerin unterhalten, der ich da am Ende auch nochmal gesagt habe, was für geile Jahre Englisch das waren. Weil waren sie wirklich. Und sie hat das mega cool gemacht und ist auch mega neu, also neuzeitlich an die Sachen rangegangen. Jedenfalls, keine Ahnung, ich habe halt. Ich habe halt dann da die Aufgabe bekommen. Sie hat dann so gesagt, ja, ich sehe den anderen beiden jetzt The Island so kurz zusammenfassend erklären, weil die den Film nicht gesehen haben. Und dann dachte ich mir so, okay, das ist jetzt aber Roleplay, weil ich wette, die anderen beiden Lehrer haben den Film gesehen oder das ist auch in den Klassen durchgenommen worden. Deshalb habe ich mir gedacht, okay, es ist Roleplay und fängst jetzt einfach an. Dann haben wir am Ende noch über The Media an sich gesprochen, die Medien, und wie ich dazu stehe. Und dann war diese schöne Frage. Do you think you're real? Sie hat mich einfach gefragt, ob ich denke, dass ich real bin. Ich gesagt habe, dieses, also mit diesen ganzen Realitäten, mit diesem ganzen Shit, keine Ahnung. Jedenfalls hat sie mich gefragt, ob ich real bin. Und dazu habe ich einfach nur geantwortet, also ich rede das jetzt alles auf Deutsch, ja, dass ich denke, dass ich im richtigen Leben nicht real bin. Also ich habe das jetzt einfach, dieses real bezogen auf dieses, wie man sich halt gibt. Und am PC oder im Internet halt eher schon. Und dass ich denke, dass die Menschen im Internet teils mehr wissen oder mehr mit mir zu tun hatten und erfahren haben, als die Leute, mit denen ich so konversationiere. Oh mein Gott. Ach, jedenfalls, keine Ahnung, ich hab halt relativ viel so schön und alles mit denen quatschen können. Ich hätte auch gerne noch weitergesprochen, als die Zeit schon vorbei gewesen wäre. Und ich, naja, keine Ahnung, ich hatte da ein relativ gutes Gefühl, bin dann rausgegangen. Und dann mussten wir halt immer so eine knappe halbe Stunde warten. Dann haben sie mich halt wieder reingeholt. Ich war der Letzte auch an dem Tag. Ja, als ich rausgegangen bin, habe ich erstmal so ein Gelächter gehört, weil wir am Ende. Es hat sich einfach cool und frei angefühlt. Ich rede zwar ungern auf Englisch, wenn beide Parteien deutschsprachig sind. Weil ich es seltsam finde, mich mit jemandem zu unterhalten, mit dem ich es auch auf Deutsch hätte tun können. Aber es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, das hat denen auch Spaß gemacht, weshalb die erstmal so ein bisschen gelacht haben, als ich raus war. Und dann war es halt soweit, dass ich dann wieder reingeholt wurde. Dann haben sie mir ja gratuliert zum Bestehen. Das heißt halt schon mal, dass ich auf jeden Fall weiß, dass ich mehr als 5 Punkte habe. Und dann haben sie mir gesagt, 13 Punkte. Yay, habe ich mich gefreut und. Das bedeutet halt 1 minus. Jo. Genau wie in der 10. bei diesen Prüfungszeugs mündlich habe ich jetzt nur 1 minus in Englisch. Und falls es mit der. Oh nein. Wow. Okay, das Gähnen ist weg. Holen wir doch einen Schluck auf, herbei. Das ist, ja, klar. Habe ich kein Problem mit. Oh nein, ich werde gerufen. Ganz kurz noch, jedenfalls, falls es mit Kunst nichts wird, kann ich jetzt irgendwas mit Englisch machen. Mann! Ruf direkt penetrant. Okay, bis gleich. Oh wow. Was sie jetzt wollte, kann ich auch noch später machen. Aber ich habe keine anderen Blöcke mehr. Juhu. Das heißt, ich kann mich nicht noch höher bauen als das. Ach komm schon. Eigentlich muss es hier drauf schneien. Liegt da drüben kein Schnee? Verstehe ich nicht.
Was soll denn das? Ach Mann. Okay, ich lasse das Ganze jetzt noch so ein bisschen laufen. Ich habe gerade auch mal die Aufnahme überprüft. Wir sind jetzt bei einer halben Stunde. Ich würde sagen, danke fürs Zusehen und wir sehen uns wieder, wenn ich es schaffe, dass hier oben Schnee liegt. Also, ja. Bis. Oh mein Gott, ist nicht mein Ernst. MLG! Das hat funktioniert! Na Mensch, gut, dass ich so MLG bin, ha? Huh? Ist ja richtig, richtig gut. Ich bin richtig talentiert, ey. Mann. Krasser Shit, auf jeden Fall und so, Komma, yo, ne? Habt ihr gesehen? Hab ich hingekriegt. Einfach so runtergefallen, einfach Wasser platziert unter mir und ich bin nicht gestorben. Das, wow. Also, man sollte mir einen Orden geben. Ja, gut. Dann, ich stelle mir jetzt mal wieder oben hin. Ja, danke fürs Zusehen. Das war jetzt mein Abitur. Ich habe keine Ahnung, was ich danach machen soll. Studium, Ausbildung, irgendwas. Ich bin faul und habe keine Ahnung. Ich warte jetzt erstmal noch die gute Woche ab. Obwohl es ist jetzt genau eine Woche und dann kriege ich meine Noten und dann schauen wir mal, was Jan so macht in seinem Leben. Any suggestions? I have a juke, genau. I have a suggestion. Da sind wir wieder beim Anfang des Parts. Cool. Ich mag sowas eigentlich, wenn man am Ende irgendwas hat, was einen an den Anfang bringt. Also, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, Kunst, dann sagt mir Bescheid. Yo, yo, yo. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.